Hallo liebe Simulator-Freunde und herzlich willkommen zurück hier zum Landwirtschaftssimulator 2017. Mein Name ist GTA Rambo und wir sind wieder frisch abgedatet hier im Landwirtschaftssimulator und natürlich mit Cosplay. Ja, mit Cosplay kann man ja automatisch fahren lassen und das haben wir jetzt auf jeden Fall hier schon mal ein paar Kurse eingefahren. Und ich habe hier schon mal ein bisschen rumprobiert und hier mit dem Radlader können wir jetzt auch, Radlader sage ich schon, mit dem Frontlader können wir die BGA automatisch ausschaufen lassen. Das habe ich auch schon gemacht und ich habe hier schon mal wieder die Zeit vorgestellt und wir sind hier schon wieder am Ernten. Wir sind hier quasi an unserer Maisernten und da habe ich das Maisgebiss hier gekauft und habe hier beim Händler habe ich so einen kleinen Häcksler gekauft und hier habe ich zum Beispiel auch eine kleine Tour eingefahren und da können wir quasi den automatisch hier zum Händler fahren lassen und wieder zurück. Wenn es funktioniert. Ich habe jetzt hier mal einen kleinen Häcksler gekauft. Und dann können wir hier quasi den zurückfahren lassen zu unserem Hof automatisch. Genau. Dann können wir mal schauen. Hier der mäht noch und der hängt hier. Abfahrer entlassen. Abfahrer einstellen. Der hier fährt jetzt auch automatisch quasi die Ware hier vom Feld zu unserem Silo. So. Ich hatte schon eine Aufnahme gemacht und nach dem Patch hat es automatisch die Soundeinstellungen verstellt und ich habe es nicht kontrolliert und dann war es ein bisschen schwierig und dann hat man mein Gebrabbel nicht mehr gehört und die Motorgeräusche waren ziemlich laut. Das habe ich jetzt mal wieder frisch eingestellt. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Und dann ist also quasi jetzt eine Folge ist jetzt Müll, aber da habe ich eh viel rumprobiert und ist wahrscheinlich eh ein bisschen langweilig dann im Werkgang gewesen. Und von dem her ist jetzt auch so gar nicht schlecht und man kann es ja eigentlich nachverfolgen, dass das nicht gecheatet oder irgendwas wurde. Also von dem her müsste eigentlich passen. Ja, und das, genau, die sind hier am Arbeiten. Dann könnten wir auf den hier warten, bis der hier weggefahren ist. Dann würde ich sagen, dann fahren wir mit dem Fendt hier. Ja, der müsste jetzt genau, der müsste jetzt automatisch eigentlich zum Silo fahren. Der müsste hier automatisch abladen. Genau, da müsste quasi unser Silo-Stand, der müsste jetzt hochgehen. Hier können wir mal, jetzt haben wir schon 8000 Liter, genau. Okay, das passt. Der fährt hier noch. So, und dann würde ich sagen, dann tun wir mit dem hier mal vorbereiten und fahren mal rüber zur BGA. Und werden quasi unser Silo voll leer schaufeln lassen. Ja, und außerdem habe ich noch hier eine Hoftankstelle gekauft. Alles in der Aufnahme drin, aber die
kann ich jetzt nicht mehr retten. Hier diese Hoftankstelle mit sehr schönen Texturen, wie ich finde. Hier schön mit diesem Holz eingearbeitet. Genau, mit Anzeige, Diesel, passt. Sieht sehr schön aus. Da können wir dann unsere ganzen Fahrzeuge quasi hier auf dem Hof direkt dann tanken. Jetzt fahren wir mit dem hier mal rüber zur BGA. Werden da quasi jetzt den mal hier automatisch schaufeln lassen. Können wir den Kurs gleich laden. Und zwar hier den hier. Genau, jetzt haben wir den geladen. War jetzt nichts. Genau, da können wir jetzt hier dem sagen, Abfahrer einstellen. Jetzt mal muss schaufelt der hier automatisch unser Silo leer. Okay, das ist jetzt immer noch ein bisschen ein Problem. Dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Der sollte eigentlich, weil früher ist ja so gewesen, früher ist man immer in die Mitte reingefahren. Und hat dann alles von der ganzen Breite, aber das funktioniert ja jetzt nicht mehr so richtig, weil das Problem ja ist, dass der überall automatisch abladen kann. Aber er müsste es eigentlich schaffen. Okay, so das war jetzt auch nicht, was er jetzt macht. Okay, jetzt hat er anscheinend den Kurs wieder gefunden. Ja, jetzt hat er ihn wieder gefunden. Ja, jetzt fährt er ganz normal hierher. Schmeißt das Teil jetzt hier rein. Genau, das macht er jetzt automatisch. Die hier arbeiten auch automatisch, quasi mit dem Helfer. Und der tankt dann automatisch hier ab. Der ist hier immer noch unterwegs. Aha, der fährt jetzt eigentlich schon wieder zurück. Da hätten wir sollen hier hinten eigentlich quasi noch ein Dings setzen. Ich glaube, da muss ich den Kurs nochmal neu einfahren. Weil der fährt jetzt quasi automatisch wieder weiter. Und das ist jetzt ein Problem, da hätten wir da hinten müssen auch ein paar Positionen setzen. Schade eigentlich. Hier hat er ja ein paar Positionen. Jetzt kann man hier dem sagen, weiterfahren.
dann fährt er jetzt wieder zurück. Da hätte man müssen hinten auch nochmal so ein Parksymbol machen. Also den Kurs muss ich dann nochmal frisch einfahren hier. Aber sonst, der hat jetzt wieder geladen, genau. Ja, sonst sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Der lädt ab. Ja, der fährt jetzt wieder zurück. Ja, ich würde sagen, jetzt sind wir schon wieder am Ende einer Folge. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und natürlich über einen Kommentar, natürlich auch Kritik, würde ich mich jetzt nicht so freuen, aber Kritik ist wichtig, was man besser machen kann. Und den Kanal auf jeden Fall kostenlos abonnieren, da kein Video mehr verpassen. Bis dann, euer GTA Rambo.